Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Inazuma 11 3 Kettenblitz. In den letzten Aufnahme für mich natürlich, für euch die letzten Folgen oder Parts, wie auch immer ihr das nennen wollt, ist zwar jetzt nicht so viel passiert in der Story, denn wir haben nur ein paar Auswertsachen gemacht, zum Beispiel das große Fußballturnier, an diesen Roboter weitergemacht, also die Schulen besucht und die erste Truhe konnten wir öffnen. Ich habe jetzt noch nicht S-Rang mir geholt, denn ich habe mir ein Mädelsteam aufgebaut und das habe ich ein bisschen trainiert zumindest. Aber es ist noch nicht stark genug, um auf jeden Fall auf diesem Niveau, wo wir jetzt sind, mitzuhalten. Aber ihr habt bis jetzt noch nicht geschrieben, gegen wem das Mädchenteam antreten soll. Das heißt, ich warte noch und währenddessen trainiere ich ein bisschen weiter, dass sie ein bisschen Level aufsteigen und etc. Und ich würde diesmal sagen, jetzt machen wir endlich weiter mit der Story, denn unser nächster Rundenkampf soll beginnen. Ich steige jetzt zwar ganz woanders aus, als wo ich angefangen habe, aber ist ja auch völlig egal. Wir gehen nach Japan-Bereich zurück auf Leocott und wir trainieren. Denn wir müssen jetzt als nächstes gegen Italien kämpfen, oder? Denn Mr. D ist ja aufgetaucht und Mr. D trainiert jetzt Italien. Und ich bin A. Es wurde auch Kommentar geschrieben, dass es tatsächlich für diesen Clubhausschlüssel und das, was man da rausbekommt, doch viel zu teuer ist. Der Meinung seid ihr definitiv auch. Ich finde das auch nicht gerecht. Es war schön, eine Spezialtaktik zu bekommen und einen krassen Schusstechnik, aber 6.000 für die beiden ist, denke ich mal, wenn man das einzeln kaufen würde, vielleicht teurer, aber trotzdem. Ich hätte mehr erwartet. Aber gut, wir trainieren ihn jetzt erstmal wieder. Hier nochmal für alle. Euer nächster Gegner, Argentinien. Okay. The Emperor, die argentinische Fußballmannschaft. Ach, da ist Torres drin. Okay, die eiserne Wand. Ihre Abwehr trägt den Beinamen die Stahlmauer. In allen Qualifikationsspielen haben sie kein einziges Gegentor zugelassen. Ihr Kapitän, Thiago Torres, wird wohl einer der Startverteidiger des Turniers werden. Man nennt ihn auch die Andenfestung. Das Spiel findet in 3 Tagen statt. Wir werden nur siegen können, wenn wir es schaffen, ihre Abwehr zu durchbrechen. Deflektorschlag! Werde verrückt, Mark hat den Deflektorschlag gemeistert und ihn sogar noch verbessert. Mark ahmt nicht einfach nur seinen Großvater nach, er hat seine eigene Technik entwickelt. Weiter so, Mark. Also wenn sich einer damit auskennt, die Technik anderer Leute nachzuahmen, dann bist das wohl du, Legend. Ja, da hast du nicht ganz, da hat er nicht ganz unrecht. Er hat dir 2 Techniken einfach nachgeahmt. Hey Scott, du bist als nächster dran. Lass lieber mal deine Taten sprechen. Du meine Güte, er hat recht. Ich habe all meine Technik vom Markt gelernt. Ich bin nur ein Nachahmer. Wie soll ich nur mit der Weltspitze mithalten? Wieso sollte jemand wie ich für die japanische Auswahl nominiert werden? Komm schon, Darren, du bist dran. In Ordnung.
Ich habe mich entschieden. Ich möchte für Inazuma Japan im Tor stehen und ich möchte sogar noch besser als Mark werden. Ich werde meine eigene Spezialtechnik entwickeln. Euch werde ich es noch zeigen. Anscheinend trainieren sie sehr hart. Herr Smith? Ich habe gesehen, wie ihr gegen die Queen Knights oder so gespielt habt. Sah nach harter Arbeit aus. Könnt ihr es nächstes Mal etwas weniger spannend machen? Mein altes Herz macht die ganze Aufregung nicht mehr mit. Was ist los, Gregory? Du bist doch nur, nicht nur hergekommen, um unser letztes Spiel zu analysieren. In der Tat. Ich wollte ein paar von den Spielern, Mark und Sharp. Falls ihr beide nochmal eine Verschnaufspause habt, dann kommt doch bei mir im Wohnheim vorbei. Es geht um Mr. D, wahrscheinlich. Darum geht es natürlich in dem Kapitel. Und wer natürlich das herausgefunden hat, wer Mr. D ist. Wer steht denn hier hinten? Wer bist du denn? Oh je, älter zu werden ist kein Spaß. Ich werde damit vergesslicher. Ich weiß noch, dass ich heute etwas sagen wollte, aber was war das nur? Ach ja, ich habe gehört, dass Jordan Greenway und Dave Curran heimlich trainieren. Wie sie das tun? Nein, keine Ahnung, ich hab's vergessen. Es hatte etwas mit Raymond Junior High zu tun und Okinawa, glaube ich. Aber sie sind nicht immer dort. Oh je, mein Alter. Okinawa. Was heißt das? Die sind nicht immer, das heißt, man muss die raustriggern. Heißt das, man kann die jetzt einfach so anwerben? Aber Jordan Greenway hat ja uns verlassen. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Trainieren heimlich. Sind aber nicht immer da. Das heißt, vielleicht trainiert einer in Okinawa. Und der andere halt nicht. Die sind nicht immer da. Oh, ich habe hier sogar noch eine Truhe vergessen. Oh, eine Torhüterfähigkeit. Tischplatte. So ganz verstehe ich das nicht. Ich dachte, das wäre jetzt schon dumm, weil er grün ist. Grüne Haare hat. Egal. Vielleicht wisst ihr darüber irgendwas, wer das Spiel gespielt hat. Der kann es mir ja gerne in den Kommentaren schreiben. Ansonsten machen wir jetzt erstmal weiter. Was jetzt, damit sie es auf sich gehabt hat. So ganz verstehe ich das jetzt nicht. Wenn der eine an der Raymond... an der Raymond Junior High ist... Also da... Also Okinawa könnte ich mir eher jetzt Dave Kirkmeyer vorstellen und Jordan an der Raymond. So, ich habe gehört, dass Jordan Greenway und Dave Kirkmeyer heimlich trainieren. Wo sie das tun? Nein, keine Ahnung. Ich habe es vergessen. Ah, es hatte etwas mit der Raymond Junior zu tun und Okinawa, glaube ich. Das heißt, einer ist in der Raymond Junior High am Trainieren und in Okinawa. Aber sie sind nicht immer dort. Oh je, mein armes Alter lässt immer nach. Das heißt, man muss wie bei den ganzen Anwerben raustriggern und vielleicht kann man mit ihnen dann reden. Irgendwie sowas. Aber was dann passieren soll,
Keine Ahnung. Hier, schaut euch mal dieses Foto an. Es sieht nach einem Mann mit blonden Haaren aus. Sein Gesicht ist allerdings kaum zu erkennen. Was zum... Ist das etwa... Ray Dark? Was? Ray Dark? Du meinst also, dass er auf dem Mann auf diesem Bild ist? Wir denken wohl beide das gleiche, Sharp. Das ist ein Foto des Trainers des italienischen Teams Orpheus. Sie hatten zuvor einen anderen Trainer, aber dieser wurde ohne Verankündigung ersetzt. Niemand weiß warum oder was es mit dem neuen Trainer auf sich hat. Ziemlich geheimnisvoll, nicht wahr? Moment mal. Er war es also wirklich? Das ist der Mann, mit dem Stonewall vorhin am Hafen gesprochen hat. Was? Stimmt das, Stonewall? Hast du wirklich mit diesen... hast du wirklich mit Ray Dark gesprochen? Und wenn es so wäre? Das war nur ein Witz. Immer schön ruhig bleiben, Sharp. Was ist denn los mit dir? Töner Himmel, ist Ray Dark wirklich so ein schlechter Mensch? Ich habe Sharp noch nie so aus der Fassung gesehen. Ray Dark war der die treibende Kraft hinter der Royal Academy. Sie waren 40 Jahre in Folge die ungeschlagenen Champions der Football Frontier. Doch Ray Dark kämpfte dabei nie mit fairen Mitteln. All seine Siege beruhen auf fiese Tricks und hinterhältige Manöver. Mein Gott. Dinosaur 11 wurde vor 40 Jahren, kurz vor der Football Frontier Finale, in einen Unfall verwickelt. Dark steckte dahinter. Marks Großvater David Evans und Trainer Hillman wurden schwer verletzt. Das Team konnte nicht spielen und Dark siegte. Das Spiel wurde also abgesagt. Genau das gleiche passierte meinem Vater, als er Trainer der Sherry Blossom Junior High war. Ray Dark schuf das Wasser der Götter, einen Trank, der Menschen wie Götter spielen lässt. Er wurde deswegen festgenommen, doch das war noch nicht das Ende der Geschichte. Er gründete damals ein Team namens Royal Academy Redux und forderte Raymond erneut heraus. Er zwang Samford und die anderen, die verbotene Spezialtechnik Kaiser Pinguin 1 zu benutzen, die sie körperlich zermürbte. Er setzte also das Leben anderer aufs Spiel, um seine eigenen Ziele zu verwirklichen. Aber was treibt ihn dazu an? Ray Dark wird nur von Hass angetrieben. Hass auf Fußball und alles, was damit zu tun hat. Ray Darks Vater, Tom, war ein großartiger Spieler und Mitglied der japanischen Auswahl. Aber kein Spieler kann seine Spitzenform auf Dauer halten. Mit steigendem Alter liest auch Tom Darks Fähigkeiten als Fußballer nach. Mit der Zeit rückten neue Spieler, darunter auch David Evans, nach und Tom Dark verlor seinen Stammplatz. Von diesem Schock hat er sich nie erholt. Sein Sohn schwor, sich an allen zu rächen, die seinem Vater Leid angetan haben. Ray Dark hasst Fußball und versucht genau deswegen, ihn zu kontrollieren. So funktioniert sein kranker Geist. Samuel, wenn ich herausfinde, dass du immer noch mit Ray Dark unter einer Decke steckst, werde ich... Was? Was wirst du dann tun? Dann werde ich dir das nie verzeihen. Niemals. Du kannst die Vergangenheit auch nicht hinter dir lassen, nicht wahr, Sharp? Trainer Travis, ich muss herausfinden, ob dieser Mann wirklich Ray Dark ist. Wenn er es wirklich ist, führt er sicherlich etwas in Schilde und das bedeutet, dass uns allen großen Ärger bevorsteht. Sharp. In Ordnung. Du hast einen Tag Zeit, aber ab morgen musst du dich auf das Spiel gegen Argentinien vorbereiten.
Sharp, wir werden dir helfen. Lass uns mehr über diesen Mann auf dem Foto herausfinden. Wenn er der Trainer der italienischen Mannschaft ist, könnten wir mit seinem Team reden. Jetzt, wo du es sagst, ich habe einige italienische Spiele im Bereich von Argentinien gesehen. Sie scheinen dort etwas zu suchen. Vielleicht solltet ihr mal mit ihnen reden. Danke, Herr Smith. Dann lass uns zum argentinischen Bereich gehen. Ich kann hier zum argentinischen Bereich gehen, yay. Ray Duck lebt? Ja, leider. Leider! Er sagt doch jetzt immer dasselbe, oder? Ja. Okay. Dann... auf zum argentinischen Bereich, wenn wir gelassen werden, natürlich. So, jetzt warten wir ab. Bis wir irgendwann den Ball kriegen. Oh, ich sag, man mag mir ein Zeug. Was ist los? Voll viel Gang Attack. Ja, das ist immer so, wenn man morgens aufnimmt. Wenn man noch eigentlich recht müde ist. So, Aufstellung 4 gegen 4. So. Ich habe das ziemlich ein bisschen umgearbeitet. Seht ihr wahrscheinlich dann auch. Ja, es muss auch mal sein. Abwechslung. Abwechslung. So, Argentinien. Hauptstraße. Dann verschieben wir den Stromgang auf später. Wir müssen zuerst die italienischen Spieler suchen. Hört ihr an, was die Italiener zu sagen haben. Aber erstmal die Offensivanleitung Kugeltänzer. Aha. Ist das nur für Große? Dribbeltechnik, Kombi mit Powerkugel. Ah, okay. Hat jemand Donnerkugel? Ich glaube nicht, weil Donnerkugel meistens... was Großes ist, also für die Großen. Aurora, auch geil, ey. Nee, okay. Dann halt nicht. So, wo muss ich hier hin? Glaube ich geradeaus durch, oder? Clever Stollen. Und da ist ein Blitz. Oh, den kann ich sogar benutzen. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht, natürlich das reinzuschneiden. Hier, speziell absolvieren, Kampfgeist zu verbessern. Oh, Aphrodite hat wenig Kampfgeist. Aphrodite. Dann probieren wir es mal aus. Kann ich einmal... ja, 80 habe ich. Okay, ein Auto ziehen. Okay.
Verstehe. Ihr gehört zum internationalen Team, oder? Wir würden euch gerne ein paar Fragen stellen. Was? Du hast ja Nerven, hier einfach so aufzutauchen. Wo ist unser Trainer? Was hast du mit ihm gemacht? Pala! Sag es uns. Hm? Was ist denn los? Wieso seid ihr wütend auf uns? Basta, ragazzi, lass das, Jungs. Für wen haltet ihr euch eigentlich? Paolo? Schaut euch diesen Typen mit seinem Umhang an. Er sieht aus wie der Kerl aus, den Gigi gesehen hat. Das stimmt nicht. Hino Serpent ist ein ehrenhaftes Team. Das sieht man an der Art und Weise, wie sie spielen. Erlaubt mir, mich in meinem Namensteam zu entschuldigen. Es tut mir leid. Was ist los, Paolo? Sag es uns. Wir hielten kürzlich eine Nachricht, in der wir darum gebeten wurden, uns alle zu versammeln. Sie kam von ihm. Von heute an weht hier ein anderer Wind. Ich bin jetzt euer neuer Trainer. Nennt mich einfach Mr. D, klar? Neuer Trainer? Mr. D?